In Münster gibt es am Morgen eine neue Aktion, die läuft eine Woche lang. Münster möchte Stadt der Freundlichkeit werden. Ja. Aber so ein ist sie doch schon. Ja, könnte man meinen. Ne? Ist sie doch schön. So ein Aktionskünstler macht da so ein Projekt, da gibt es ganz viele Schüler machen damit. Der Polizeipräsident, der Richtige, der muss Schuhe putzen, der setzt sich die Dienstlerin und putzt Schuhe. Unterschiedlichste Aktionen gibt es. Ich würde Sie fragen wollen, was ist denn für Sie? Sie sagen, Münster ist ja schon freundlich. Was macht Münster freundlich aus Ihrer Sicht? Also wir erleben es auf jeden Fall immer wieder beim Dreh, diese Engelsgeduld, die die Münsteraner mitbringen, wenn wir drehen. Straßen absperren vorne und hinten, keiner kommt mehr durch. Die stehen da ganz geduldig und warten, bis wir fertig gedreht haben und bis die Schleusen quasi wieder geöffnet werden. Und also das würde man beispielsweise in diesen Drehmetropolen von Köln, Hamburg, München, Berlin so nicht erleben. Nee. Da würde auf jeden Fall einer zumindest rumpöbeln und sagen, hey, und das von meinen Gebühren und solche Sprüche muss man sich normalerweise anhören. Und das ist in Münster immer total relaxed. Ich beobachte auch, wenn du hier durch Münster läufst und kurz einen desorientierten Eindruck machst, dass du einmal ganz kurz so die Himmelsrichtung mal kurz abcheckst, ob du richtig bist. Komm sofort ein oder zwei Leute und fragen, ob man sich verlaufen hat und ob sie einem helfen können. Guck mal, in Münster, der Kellner denkt, man sieht durstig aus, zack, ist ein Getränk da. Und auch noch das, was man haben möchte. Mein Lieblingsgetränk. Dein Lieblingsgetränk. Ja, Hauptsache, das klappt abends auch so. In Münster werden einem die Wünsche von den Augen abgelesen. Ja. Also für Sie ist Münster schon freundlich. Auf jeden Fall. Es war ja schon lebenswerteste Stadt, jetzt wird sie auch noch die freundlichste Stadt. Und was kann da noch kommen? Wir. Ja. Aber was macht denn da ein Kommissar? Dann ist ja gar kein Fall mehr zu lösen, wenn ihr alle so freundlich sind. Ja, das ist dann das Ende. Aber wir könnten uns ja auch mal mit Steuerhinterziehung befassen, oder? Schwarzgeld. Da ist durchaus Potenzial. Auch mal Schwarzgeld. Ja. Ja, aber das wäre ein anderes Dezernat, da wärst du nicht dabei. Wirklich? Ja. Echt? Mensch, das muss man aber feiern. Ja, da müssen wir. Wo haben Sie das denn her? Das hatten wir in der Spalte unserer Zeitung. Da steht, wir sind eine gute katholische Zeitung, da steht immer, wer Namenstag hat. Ja. Und da steht heute Alberich drin. Toll. Was hat der Chef denn geschenkt? Wer weiß das gar nicht, aber das passt zur Rolle. Ich weiß das noch nicht. Denk mir noch was aus. Sie kennen auch Professor Brown. Also, ehe der irgendwas verschenkt. Haben Sie Ihre Doppelgänger schon nochmal besucht, jetzt bei Madame Poussion? Waren Sie schon in Berlin, haben sich das angeguckt? Ja. Ja. Also wir haben es ja eingeweiht. Beide schon da. Ja, ich war jetzt gerade kürzlich. Wir haben ja leider Gottes keinen gemeinsamen Termin finden können. Dankeschön, vielen Dank. Und ich war jetzt vor kurzem da und das ist eine sehr schöne Ecke geworden, da unsere Tatort-Ecke. Haben sie sehr liebevoll gemacht, haben sich viele kleine Geschichtchen noch ausgedacht. Man kann sich da beispielsweise einen Kriminalkommissars-Ausweis ausdrucken lassen. Also es gibt einen kleinen Fall zu lösen und das ist sehr, sehr schön arrangiert. Mhm. Können Sie auch bei mir auf den Tisch legen? Genau. Die meisten ja immer schon mal erleben so. Extremitäten? Ja. Wieso? Die ist ja so nachgemacht, weiß ich ja nicht. Wer ist nachgemacht? Also ich finde, ich habe es dann noch nicht gesehen, weil ich da nicht dabei war. Aber ich finde meine krass. Echt. Oder? Ja. Ich fand meine auch krass. Ja. Und ich weiß noch, Maria Furtwängler stand auch da ein Stück weiter vorne. Auch mega. Dann gibt es natürlich auch so welche, da war zum Beispiel einer, da habe ich gedacht, wer ist das um Gottes Willen? Und dann sagten dann manche so, Uwe, ja, das Seele. Ist George Clooney. Oder also, wo ich so dachte, echt, das ist doch nicht. Also manche sehen auch nicht so, würde ich sagen, so überzeugend auf den ersten Blick aus, aber das finde ich schon. Also echt, wann hast du schon mal die Gelegenheit, selbst um dich rumzulaufen? Ja. Oder? Es gibt Perspektiven, habe ich entdecken können. Ja. Und was ich mir selbst auf den Arsch geguckt. Was ich ja auch noch sehr erstaunt. Also meine erste Überlegung, als ich mich sah, war eigentlich, wie so klein bist du? Tatsächlich. Und jetzt habe ich aber festgestellt, dass die alle so klein sind. Beethoven, Einstein, die sind ja alle so. Und dann war es wieder okay. Knapp, ja. Und dann dachte ich, okay, du bist ja in bester Gesellschaft. Vielen Dank. Danke ebenfalls. Schönen Tag noch.